Welcome back beim Kurama Fan in und Survival in America. Jo, ich habe mal ein bisschen abgekürzt. Ich zeige es euch gerade mal. Und zwar habe ich ja hier ohne Feld 55 und 56 gedüngt. Die sind auch hier noch drin. Dann gab es noch das Feld 23 zu düngen. Das ist hier oben das. Das habe ich gerade schnell offline gemacht. Hintergrund, ich kann hier nur 3 Missionen annehmen. Feld 9 ist noch aktiv, muss jetzt noch gemacht werden. Das ist das Feld, wo ich hier stehe. Und ich will euch aber ja noch mitnehmen, wenn es Kohle gibt. So, 1318 und 466. Zack. So, jetzt würde ich sagen, jo, der Kontostand sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Ich würde jetzt sagen, jetzt mache ich hier nochmal schnell das Feld 9. Gibt auch nochmal ein bisschen was. Und dann haue ich mal schnell bei mir auf die Felder den Dünger drauf. Und dann stelle ich mir meinen Düngerstreuer hier mal irgendwo ab. Ich habe hier noch keinen Unterstand, noch kein Häuschen, keine Halle, noch gar nichts. Dann muss ich das da hinten, ist so ein, wie so ein Hangar sieht das aus. Ich denke mal, den werde ich mal nutzen und werde mal da meine Geräte wenigstens schon mal dran stelle. Dass ich wenigstens mal so einen zentralen Punkt habe, wo meine Gerätschaften stehen. Ja, Dünger ist hier schon ein bisschen was raus. Dementsprechend zieht der Steier auch schon ein bisschen besser hier den Berg hoch. Und rutscht und flutscht auch nicht mehr vorne über die Vorderachse drüber. So, das sieht auch schon mal gut aus. Dann fahren wir hier nochmal eine Runde. Einmal runter, einmal hoch. Dann könnte es eventuell schon reichen. Keine Ahnung. Düngerverbrauch ist auch sehr human hier. Also es geht noch. Ich hätte jetzt mit durch diesen Survival-Mod mit ein bisschen mehr Düngerverbrauch gerechnet. Aber ich glaube, da hat der Modder nichts gedreht dran an der Aktion. Von daher passt das wieder. An. Also mit den 42 Meter, das ist schon genial. Und dass der Steier das auch packt, ist noch viel genialer. So, da ist es. Lohndienstleistung abgeschlossen. Perfekt. So, jetzt fahren wir aus dem Acker hier raus. Noch einmal 888 Euro. Danke. Jetzt kommt doch noch Feld 8 Dünge dabei. Okay. Kam jetzt gerade drin, der Auftrag. Machen wir doch glatt mit. Feld 8 ist, glaube ich, hier direkt nebenan. Wie ist das Gelege? Jawohl. Passt. Wahrscheinlich 8, 3 mal hin und her. Dann nehmen wir die Kohle der 8 gerade noch schnell mit. Sonneblümchen haben wir nachgedüngt. Jo, und dann habe ich gesehen, gibt es ja eine ganze Menge Ernteaufträge. Ich glaube, da werde ich gleich mal ein paar annehmen, in der Hoffnung, dass ich, sagen wir mal, Hafer, 3 Aufträge Hafer irgendwie erwische. Und dann eventuell 3 mal Hafer irgendwie abernten kann mit meinem Mähdrescher. Und dass dann auch zum Schluss noch ein bisschen was übrig bleibt. Kein kleiner Kontrollblick nach Hause. Jo, passt. In der Hoffnung, dass da ein bisschen was übrig bleibt und ich der Hafer dann auch direkt wieder verkaufen kann. Oder Weizen. Weil auf meinem Feld dahin habe ich gesehen, steht ja anders ein Schnippelweizen. Da das hier um reiner Überlebenskampf ist, hätte ich gesagt, ich mähe den doch noch mal irgendwann mit ab. So, jetzt muss ich noch mal einmal hier irgendwo in die Mitte rein.
Stelle auf der Karte. Hier oben bin ich. Wow, viel zu weit drüber. So, das sollte besser passen. Jo. Das muss doch jetzt reichen, um die Mission zu beenden. Wenn wir schon mal den Düngerstreuer hinten dran geschnallt haben, dann geht's auch los. Da ist er. Mission beendet. Hol ich mir schnell die Kohle ab. Nochmal 800 Euro. Jawohl, läuft. Das habe ich gemeint hier. Feld 24 Hafer. Feld 35 Hafer. Feld 57 Hafer. 24. 35, 57. 24 ist der Obbe. 35 war das, gell? Wo ist denn das? Der Unne, das geht auch noch von der Größe her. Und, schon wieder vergessen, 35 und die 57. 57. Ah, der ist ein bisschen größer. Ja, wenn man die drei zusammen abreißt, mit meinem Mähdrescher gespannt, denke mal, da wird wieder einiges hängen bleiben an Hafer. Das wäre so eine Idee, die ich da hätte. Aber jetzt gucke ich mir erstmal nach meine eigenen Felder. Vor lauter Missionen darf man die natürlich auch nicht vergessen. So, wie sieht es denn dort der Düngezustand aus? Machen wir den Kalk mal aus. Die sind gedüngt. Da liegen Steine drauf ohne Ende. Ja, so ein bisschen gedüngt. Nee, weil ich da drüber gefahren bin. Also das Feld 5, das ist hier noch im Wachstum. Feld 7, 6, 6. Nee, ich lasse es mit dem Dünger. Weil da Steine drauf liegen. Und wenn ich wirklich diesen Steinsammler noch holen sollte. Was kostet der? Steinsammler, das kleinste Ding, 25.000, ist also locker drin. Plus das Maisschneidwerk, das kleine, ist auch noch drin. Weil der Steinsammler hat wahrscheinlich wieder eine Grubberfunktion. Steht hier nichts dabei, gell? Steinsammler, Steine vom Feld zu entfernen. Den anderen, den ich da in Frankreich habe, der ist nämlich, der hat eine Grubberfunktion und dann würde der Dünger wahrscheinlich wieder weggehen. Also müsste ich erst die Steine sammeln und dann nochmal drüber düngen. So mache ich das auch. So, hier ist auch ein super Platz, um den Düngerstreuer abzustellen. So, dann fahre ich mal. Ne, ich nehme euch nicht mit auf die Fahrt zu diesem langweiligen Händler. Das kennt er mittlerweile schon nicht direkt. Springe mal in den Mähdrescher und dann hätte ich gesagt, fange mal mal die Mission an. Um wieder Kohle zu verdienen. Ich mache hier wieder mal alles an. Also, fangen wir doch am besten mit Hafer an. Was haben wir da? Noch ein Haferfeld. Also Hafer ist hier zu Ende ohne Ende. Das ist dann noch 68 und 79. 68, 79 ist auch relativ klein, der ohne. 68, yo. Ich glaube auf der 68, da ist man mit dem Mähdrescher, den ich habe, 3 Tage dran. Was ist dann in der Nähe vom Händler? Was waren da jetzt? Da war die 24. Hm. 35 war ohne links. 24, 35. 57, der ist in der Nähe vom Händler. Mit dem fange ich an. Den schnappe ich mir jetzt in Auftrag, sind 1900 Euro. Und bringe die Erzeugnisse dann hier hin zur Getreidemühle.
Moment, das lasse ich mal anzeigen. Vertrag akzeptieren. Geht hier nur so, ja. Ich darf mir hier keine Gerätschaft ausleihen. So, und jetzt müsste die Getreidemühle aufblinken. Da ist das Feld 57, das blinkt. Und die Getreidemühle. Ja, moin, ganz da oben. Getreidemühle. Eieiei. Das Feld 24 war auch Getreidemühle. Den kann ich gerade schon mal wieder mit andämmen. Dann mache ich jetzt erst einmal den kleinen Auftrag. Der bringt mir 268 Euro. Also hier wird einiges offline geschehen, einige Sache. Komm. Das ist hier echt hammerhart, was hier läuft. Aber ich wollte das hier so. Mit dem Rostelmesh. Fahre ich jetzt immer zu diesem Feld 24. Habe ich natürlich wieder mehrere Missionen angenommen und werde auch noch mehrere Missionen annehmen. Das heißt, dass der die Früchte wahrscheinlich wieder durcheinander haut. Naja, ist egal. Ich hoffe mal schon irgendwie. Jetzt wollte ich ja nochmal nach dem Weg gucken, ich ganz vergesse. Links, rechts und dann. Keine Ahnung. Helfer kann ich ja auch keine einstellen und irgendwie eine andere Düngemission oder sowas nebenbei mache, ist nicht, weil diese Helferfunktion ist auch deaktiviert bei diesem Survival Mod. Ich muss also alles selbst machen. Wie sagt mein Arbeitskollege immer, ich muss alles alone machen. So ein ganz schön Gerät, gell? Die Nova 330. Wenn er ein bisschen größer wäre. Und fürs gleiche Geld natürlich. So, ich bin hier noch fremd. Ich muss nochmal die Landkarte angucken. Erst auf jeden Fall hier nochmal geradeaus. Dann müsste ich irgendwie hier rechts ab hier über die Wiesen, muss ich wahrscheinlich abkürzen. Da vorne ist die, ich glaube, das ist die Autobahn oder der Highway. Das ist Autobahn oder Highway, eins von beiden. Gibt es nämlich beides hier. Da komme ich jetzt nicht hoch. Komme ich dann jetzt zu diesem Feld 24. Hier rechts oben ist es irgendwo, aber ich komme nicht dran. Weil ich hier ohne im Loch rumfahre und dann komme ich dort der Hang hoch. Ich probiere es. Ah, da oben ist es. Ich probiere mal hier den kleinen Hang da hochzufahren mit dem Mähdrescher. Jo, schafft er. Brauchst du den nicht ausklappen oder wie? Nee. Okay, hier gibt es nichts zum Ausklappen. Hey dann, fange ich mal an. Ja, Stroh brauchen wir nicht. Das bringt alles gar nichts. Eh nichts mit anfangen, kann ich dann gleich auf Häcksel stellen. Liegt der Kram hier nicht in der auf der Kratte rum.
Macht beim Singleplayer nichts, aber im Mehrspielermodus gibt es ab und zu mal Performance-Probleme, wenn man so viel Stroh auf der Kartliga hat. Jo! Ich denke, Arbeit ist genug hier, vor allen Dingen, wenn der Mitrecher so klein ist wie meiner hier. Aber wie es weitergeht in Amerika, wenn der Kramer Fan Survival, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.